glorious, the taller I become, the farther you take my rights away, the faster I will run. You can deny me, you can decide to turn your face away. No matter, 'cause there's something inside so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone, oh no. Something inside so strong, oh, something inside so strong, oh yeah. The more you refuse to hear my voice, you hang behind the walls of Jericho. Your life becomes tumbling. Deny my place in time. You squander wealth that's mine. My light will shine so brightly, it will blind you. Something inside so strong. Something in me so strong. I know that I can make it, though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone, oh no. Something inside so strong, oh, something inside so strong. Sisters, when they insist we're just not good enough, and we're not good enough, yeah. When we know better, just look him in the eyes and say, we're gonna do it anyway. We're gonna do it. We're gonna do it anyway. We're gonna do it. We're gonna do it anyway. We're gonna do it. We're gonna do it anyway.
more that keep walking by, and one of them has a weapon. Roger, receive, Carter. See all those people standing down there? Let him down so they can hurry up, get over here.
We also have one individual appears to be wounded, trying to crawl away. Roger. We're going to move down there. Roger. We'll cease fire. We won't shoot anymore. He's getting up. If he has a weapon though in his hand? No, I haven't seen one yet. We'll see. You guys got that guy crawling right now on the curb? Yeah, I got him. I put two rounds in here, and you guys are shooting over there too, so we'll see. Yeah, roger that. I need Bushmaster 36L in this Hotel 27, over. Hotel 27, Bushmaster 7, go ahead. Roger, I'm just trying to make sure that you guys have my turb, over. Roger, we got the turb. Come on, buddy. All I gotta do is pick up a weapon. Crazy, what's this? Bushmaster 5, or Bushmaster 4, break. We are right below you, right time now. Can you walk us onto that location, over? This is 2-6, roger. I'll pop flares. We also have one individual moving. We're looking for weapons. If we see a weapon, we're going to engage. Now, Bushmaster, we have a van that's approaching and picking up the bodies. Where's that van at? Right down there by the body. Okay, yeah. Bushmaster, Crazy Horse, we have individuals going to the scene. Looks like possibly picking up bodies and weapons. Hey, we need to stop that. We need to get down there. We need to shoot. You see my location? Roger. Break. Crazy Horse 1-8, request permission to engage. Okay, I'm picking up the wounded. Yeah, we're trying to get permission to engage. Come on, let us shoot. A Bushmaster, Crazy Horse 1-8. We're taking him. Bushmaster, Crazy Horse 1-8. It's Bushmaster 7, go ahead. Roger, we have a black SUV, or a bongo truck, picking up the bodies. Request permission to engage. Bushmaster 7, roger. This is Bushmaster 7, roger, engage. 1-8, engage. Clear. Come on. Clear. Clear. Orange. Coming around, clear. Roger. Trying to, clear. Roger, I lost him in the dust. I got him. I'm firing. George, this is Bushmaster 4. You got any BDA on that truck, over? You're clear. This is, Crazy Horse, stand by. I shoot for some reason. Go ahead. I think the van's disabled. Go ahead, shoot it. I got an azimuth limit for some reason. Oh, left. Clear left. Alright, Bushmaster, Crazy Horse, 1-8. A vehicle appears to be disabled. There was approximately 4 to 5 individuals in vehicle moving bodies. Your lead, Bradley, should take the next right. That's cruising east down the road. No more shoot. Crazy Horse, this is Bushmaster 4. We're moving a dismounted element straight south from the Bradley. I have your Bradley element turning south down the road where the engagements were. Last call on station is Bradley element. Say again. Rogers, Crazy Horse, your lead Bradley just turned south on the road where all the engagements happened. Should have a van in the middle of the road with about 12 to 15 bodies. Oh yeah, look at that, right through the windshield. Alright, there was 4 to 5 individuals in that truck, so I'm counting about 12 to 15. I'd say that's a fairly accurate assessment so far. Oh, roger that. The one, just be advised, Bushmaster 6 are getting...
Roger, we'll be standing by here. Roger, 5-2 radio. Yes, right there. 5-2 departing strong 208 for strong 4. We call frequency. Yeah, I just drove over a body. Ready? Yeah. Viper 5-2 report, free change zone 4. Maybe it was a visual. Frequency. Yeah, I just drove over a body. Ready? Yeah. Viper 5-2 report, free change zone 4. Hey, I need to get the brass to drop ramps. I got a wounded girl. We need to take the rest of my ass. Bushmaster 7, Hotel 26, do you want us to move to your location? Over. Bushmaster 6, Hotel 26, over. Hotel 26, this is Bushmaster 7, Roger, come to our location. Okay, Roger, we're moving up north on Gaddens, and then we will push east to your location. For zone 4, en route zone 311, we'll call arrival. Aggressive 20, Commando 89ers active, report arrival 311. 20. Aggressive 4-3, zone, correction, aggressive 3-4, zone 3-0 is closed, report free change, zone 1. Aggressive 3-4, welcome. Roger. Roger, that's a negative on evac and the two civilian kids to Rusty. They're going to have the IPs up. Link up with us over here, break. Now IPs will take them up to a local hospital, over. That's your copy, over. That. Oh, it's their fault for bringing their kids to a battle. That's right.
Thanks everyone for being here. We're from the organization March Forward. We are here to say to all those serving in the Army and the Marines and the Air Force and the Navy that you have the absolute right to refuse to take part in these criminal wars, and that's a right that all of you should exercise. You have no reason to go put your life on the line and kill and die for profit. We've been to Iraq. We've been to Afghanistan. And we know what these wars are really about. And we joined the military for many reasons. Because we need a college education. Because we need a job. Because we need health care. And then we joined the military. And they tell us that our enemies are poor people in caves in Afghanistan. Or poor people in the deserts of Iraq. But we've been to those countries. And we know that our enemies are not other poor people abroad. Our enemies are the people that laid us off from our jobs. That denied us health care. That make it impossible to get an education. Our enemies are not in the poorest countries on the planet, but right here in the richest one. The occupations of Iraq and Afghanistan alone are costing over $700 million every single day. This is a crime. Every single day, while so many of us are hurting, while I think all of us here and the vast majority of people in this country would agree that we can spend $700 million a day better than bombing people that we have no reason to bomb. We can spend $700 million a day rebuilding those countries we've destroyed. We can spend $700 million a day caring for the veterans we get home when they get home. And then we can spend $700 million a day giving every single person health care, a college education, a job, and a livelihood, and a home. That's who we need to be spending our money on. But this government is not going to do that. They're not going to use the money in that way. They're not going to end the wars. And they're not going to do it because it's not our government. It's their government. It's a government of the rich. It's a government of Wall Street, of the oil giants, of the defense contractors. It's their government, and the only language that they understand is shutting down business as usual. And that's what we're doing here today, and we're going to continue to do until these wars are over. It's crystal clear now that these wars are going to continue and expand and go into other countries. That is the trend. That is what we know, that there is perpetual war, and it's only going to stop if the people stand up and stop it. And that's what we're going to do, sisters and brothers. A lot of people ask me, what do we do? Because we all know things are bad. We all see the atrocities on TV. We read about it. We experience it. People always ask, what do I do? Because we always want to know what to do. Do we vote? Do we support a politician? Do we join an organization? What do we do? Well, I'll tell you what we do. It's simple. We fight. We fight and we fight and we fight. And we shut down our workplaces. We shut down our schools. We shut down the streets. We shut down business as usual. And we fight until we force the people in there to do what the people out here want. Because that's how we're going to get around, and we're going to fight until there's not one more bomb drop, not one more bullet fired, not one more soldier coming home in a wheelchair, not one more family slaughtered, not one more day of U.S. imperialism. Let's fight to make that happen. We can do it today, and in the days ahead, we have to fight to end these wars and create a better... Liebe Anwesende, liebe Abwesende, an die möchte ich mich auch wenden, liebe Friedensfreunde, und liebe Friedensfeinde, da gibt es ja in Deutschland auch noch ein paar, die mögen hier sich auch angesprochen fühlen. Ich wünsche erstmal allen ein frohes Osterfest. Dann bedanke ich mich bei den Organisatoren für die freundliche Einladung. Und dann bin ich schon beim Thema. Mein Vorredner hat gesagt, Sicherheit kann man nicht durch Militär erreichen. Das ist richtig. Und Frieden kann man auch nicht durch Militär erreichen, sondern umgekehrt. Wenn man Frieden hat, dann hat man Sicherheit und dann braucht man auch kein Militär. Militär kann nur die Abwesenheit von Krieg herbeiführen und das sicher nicht, indem das Militär, das getan hat, vorsätzlich selbst den Krieg herbeiführt beziehungsweise bei der Herbeiführung anderer sich beteiligt. Im Klartext, Angriffskriege sind sicher das schlechteste Mittel, um zu sagen, da werden wir verteidigt. Da wird der Friede nur gestört. Nun möchte ich mit dem Innenpolitischen beginnen. Wenn Sie selbst zu Hause sehen und einer klopft an die Tür, Sie wissen genau, das ist einer, der hat schon Menschen umgebracht. Das ist ein Mörder. Würden Sie die Tür öffnen?
Wären Sie einverstanden, dass sein Boss, sein Gangsterboss, ihn mit, sagen wir, einem Maschinengewehr bewaffnet, wenn Sie genau wissen, dass der bereit ist, dieses Maschinengewehr einzusetzen? Wohl auch eine rhetorische Frage, sicher nicht. Wie sieht es um den gleichen Zustand bei uns in der Bundesrepublik Deutschland aus? Da beginne ich mit einer Geschichte, die mich selbst betroffen hat, und sonst dürfte ich sie gar nicht veröffentlichen oder hätte sie nicht veröffentlichen dürfen. Ich habe sie damals 2008 schon veröffentlicht in meinem Buch Totschlag im Amt, wie der Friede verraten wurde. Da kann jeder das, wenn er will, nachlesen. Die Bundeswehr hat mich damals aufgefordert, ich möge doch bitte schön, aber nicht bitte per Befehl, die Gesetze missachten. Wenn ich die Gesetze befolge, wäre ich degradiert oder entlassen. Sie haben richtig gehört, nicht wenn ich die Gesetze missachte, sondern wenn ich sie achte. Vor Gericht habe dann zwar ich gewonnen, auch nachzulesen, aber die Bundeswehr hat einfach gesagt, dieses Urteil setzen wir nicht um, wir machen trotzdem eine Beförderungssperre. Und der Boss dieser Firma, die so weit sich von Recht und Gesetz entfernt, die so wenig vom Parlament hält, dass sie dessen Gesetze missachtet, der Boss ist bekannt, das ist die Bundesregierung. Dieser Boss bewaffnet die Bundeswehr nicht nur selbst, sondern sagt, sorgen wir dafür, dass sie auch Atomwaffen von den Amerikanern bekommen können. Sie wissen das alle, die sogenannte nukleare Teilhabe. Wenn wir aber wissen, dass diese Firma bereits einmarschiert ist in mehrere Länder, nicht nur in eines, rechtswidrig, teilweise in Angriffskriegen wie 1999 im Kosovo, das war rechtswidrig, Schröder hat das zugegeben, oder wie im Irak, da war die Bundeswehr auch nicht maßgeblich, aber sie hat mitgemacht. Schröder hat nur gesagt, wir machen da nicht mit. Und diese Lügen im Parlament und in der SPD, zum Beispiel Deutschland sei unbeteiligt gewesen, was würden wir denn tun oder was wäre los, wenn Schröder damals nicht gesagt hätte, wir beteiligen uns im Irakkrieg nicht? Die Frage kann man einfach beantworten, dann wäre er nicht so verlogen. Denn er hat ja mitgemacht. Ich habe selbst mit einem Soldaten gesprochen, der unten mit seinem Panzer war. Und ich habe auch mit anderen gesprochen, die mir belegt haben, dass das stimmt, was an Unterstützungsleistungen durch Deutschland erbracht wurde. Wir haben es also mit einer Bande zu tun und nicht mit einer Exekutive, die gewillt ist, sich an Recht und Gesetz zu halten. Denn das ist der Unterschied zwischen einer bewaffneten Bande und einer Exekutive in der Demokratie. Die Exekutive in der Demokratie wäre an Recht und Gesetz gebunden. Banden tun das bekanntlich nicht. Wir haben also insofern keine rosige Lage, keine gute Lage. Der Friede ist insofern, sagen wir mal, mindestens gefährdet. In den Ländern, die ich aufgezählt habe, war er dahin. Die andere Seite, die habe ich schon zu Beginn meiner kleinen Ansprache hier gesagt. Die andere Seite ist die Osterbotschaft. Und das ist keine Floskel. Ich als überzeugter Christ sehe ja, dass die Bevölkerung, ungefähr 90%, die Umfragen gehen da nicht weit auseinander, aber alle liegen über 90%, dass die Bevölkerung diese Angriffskriege nicht will. Die Bevölkerung will, dass die Bundeswehr wieder auf den Boden von Recht und Gesetz zurückkommt. Die Bevölkerung will, dass wir den Frieden mit allen Nachbarn anstreben. Keine Volksverhetzung gegen wen auch immer, weder rechts noch links noch in der Mitte, und kein Land soll als Gegner verhetzt werden, verunglimpft werden, wo das nicht stimmt. Wenn aber die Lage, wie gesagt, nur in der Bevölkerung so positiv ist und in der Politik nicht, dann stellt sich die Frage, wissen das die Menschen nicht? Da sage ich, ja, so ist es. Das, was Sie gerade von mir gehört haben, dass die Bundeswehr außerhalb Recht und Gesetz sich gestellt hat, das habe ich zwar 2008 veröffentlicht, aber wenn Sie glauben, dass das oft in unseren Medien erscheint, dann liegen Sie falsch. Sie sind wahrscheinlich von dieser Nachricht auch überrascht worden. Das können Sie selbst überprüfen, ob Sie es vorher wussten oder nicht. Ein Positivbeispiel habe ich aber dabei. Es hat zum Beispiel der SWR das Ganze gebracht. Und damit bin ich am Ende meiner Rede. Ich möchte das als Dankeschön hier übergeben an die Organisatorin oder an die Organisatorin allgemein, mein Buch und die CD, und bedanke mich für Ihnen für die tolle Aufmerksamkeit hier
und dass Sie das weitererzählen. Es macht nur Sinn, wenn Sie das weitererzählen, was in Presse, Funk und Fernsehen sehr selten kommt. Dankeschön.